I'll fight. Noch 5 Jahre meines Lebens sind so schnell vergangen, aber jetzt muss man auch Bilanz ziehen. Das heißt, was habe ich von meinen Erfahrungen im Gambara Gymnasium bekommen? Was für Menschen habe ich kennengelernt? Was habe ich geliebt? Was würde ich verändern? Und bin ich mit diesem Bildungsgang in diesem Fremdsprachengymnasium vollkommen zufrieden? Like lovers do. I'll reach my hands out. Diese Schule hat mir zuallererst die Möglichkeit gegeben, schöne und interessante Erfahrungen auch mit meiner Klasse zu machen. Der Schüleraustausch in Darmstadt, in Deutschland, wo wir uns auch mit anderen Schülern aus einem anderen Land, mit verschiedenen Traditionen auseinandergesetzt haben. Der Ausflug in England, also in Brighton, das Meer war wirklich schön, auch die Stadt. Wir haben viel gelacht. Die Familie von Brun und mir war eine Katastrophe, sozusagen. Aber trotzdem kann alles im Leben vollkommen sein. Nein, überhaupt nicht. Und deswegen bin ich auch auf diese Erfahrung stolz. In Deutschland. Also die wunderschöne Familie Stefan hat mich überzeugt, dieses kleine Stück des deutschen Lebens zu kosten, und ich bin ihnen wirklich dankbar. Sie waren immer nett, immer sympathisch. Ich habe so viel gelernt. Ich habe die deutsche Kultur, die deutschen Traditionen erfahren und natürlich auch mein Deutsch verbessert. Und jetzt sind sie wie eine zweite Familie für mich. No, not me. Even when nobody else believes. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass die Verhältnisse zu meinen Klassenkameraden immer rosig waren. Wir haben viel, viel, viel diskutiert, viel gestritten, aber gleichzeitig haben wir uns auch gegenseitig geholfen. Wir haben zusammen viel gelacht. Wir waren füreinander immer da, auch in den schwierigsten Situationen. Und ich glaube, dass sie wirklich toll, wirklich witzig sind. Und wir sind eine Familie mit ihren Vorteilen und mit ihren Nachteilen. My heart is black and blue. Die Lehrer haben mich erzogen, sie haben mir immer viel beigebracht, viel gelehrt, und ihnen bin ich auch wirklich dankbar. Sie haben mich in diesem wunderschönen Bildungsgang im Gambara Gymnasium begleitet. Man kann wirklich spüren, dass sie ihr Fach wirklich lieben und gerne lehren. Natürlich kann ich nicht sagen, dass ich alle Lehrer oder besser alle Methoden der Lehrer gemocht habe. Aber man kann überhaupt nicht sagen, dass sie nicht disponibel und qualifiziert waren. Am Ende haben wir sie überlebt und sie haben auch uns überlebt, obwohl es nicht immer einfach ist. Einem anderen aufs Herz würde ich meinen Bildungsgang in Englisch verändern. Englisch ist die erste Fremdsprache, und ich glaube, dass sie eine notwendige Rolle auch in meinem zukünftigen Leben spielen wird. Und leider haben wir jedes Jahr den Englischlehrer gewechselt, und das hat mir überhaupt nicht geholfen. Dasselbe ist auch für Mathematik. Was die Ausflüge und den Schüleraustausch betrifft, würde ich mehr Schüleraustausche vorschlagen, weil man dort die Sprache wirklich ausüben kann. Und
Schließlich würde ich auch diese 2 Monate, in denen wir gezwungen werden, zu Hause zu bleiben, verändern, um Zeit mit meiner Klasse zu verbringen und um ein normales Abitur zu bestehen. Bin ich mit dieser Erfahrung im Gambra Gymnasium zufrieden? Ja, ohne Zweifel. Ich würde das nochmal wiederholen. Ich habe wunderschöne Lehrer, wunderschöne Klassenkameraden kennengelernt und ich bin stolz darauf. Ich bin mit meinem Bildungsgang hier vollkommen zufrieden und ich würde das nochmal wiederholen. Und jetzt fühle ich mich bereit, einen neuen Anfang an der Uni zu beginnen. Aber vorher würde ich etwas sagen. Das heißt, danke Gambra.